Julia Keiner. Ich bin Hebamme seit 1996. Der Berufswunsch, Hebamme zu werden, der stand bei mir schon ziemlich früh fest. Seitdem betreue ich die Eltern, gerade in dieser anfänglichen und doch so sensiblen Zeit. Und zu diesem Thema gehört auch das Babybad. Ich habe gemerkt, die Eltern beschäftigt das. Dazu habe ich die Messe Babywelt besucht und habe dort die Eltern befragt. Dazu habe ich ganz viele verschiedene Antworten von den Eltern und von den Schwangeren bekommen. Und dass die Eltern gar nicht wissen, wie sie ihr Baby am sichersten baden. Eine der vielen Varianten, wie man ein Baby baden kann, ist das Waschbecken. Man kann das Baby ganz praktisch in das Waschbecken hineinlegen, aber häufig sind die Waschbecken sehr klein und das Baby passt dort nicht so lange rein. Zudem besteht noch die Gefahr, dass sie sich an der Mischbatterie verbrennen können, wenn durch das Einlassen des warmen Wassers die Batterie einfach sehr warm ist. Ein weiterer Badeort, der von den Eltern angegeben wurde, ist die große Badewanne. Direkt in der Badewanne, in der großen Badewanne. In der Badewanne. In der Badewanne? Die sind bei uns in der Badewanne. Das ist natürlich ein sehr schöner Ort, denn die Eltern können mit dem Baby zusammen in der großen Badewanne entspannen. Jedoch, wenn die Eltern, egal ob Mutter oder Vater, alleine in der Badewanne sind mit dem Baby, dann ist es immer schwierig, wer nimmt das Baby danach aus der Badewanne raus. Eine weitere Möglichkeit ist das Baden in der normalen klassischen Babybadewanne. Wir haben eine extra Babybadewanne dafür gekauft. Also wir baden in einer Babybadewanne im Gestell. Der hat seine eigene Badewanne, die stelle ich dann bei mir in die Badewanne. In einer Babybadewanne. Die einen sagen, sie stellen die Badewanne einfach auf den Boden, was natürlich nicht so rückenschonend ist oder auch für die Mutter, die gerade nach der Geburt noch ein bisschen geschwächt ist, sich auf den Boden zu hocken und dort sich über die Badewanne zu beugen. Die anderen geben an, sie würden die Babybadewanne in die große Badewanne hineinstellen, was eben auch nicht besonders rückenschonend ist, weil man sich so hineinlehnen muss. Die sicherste und auch komfortabelste Variante für die Eltern ist, eine Badewanne in einen Badeständer zu stellen. Im günstigsten Fall ist der Badeständer höhenverstellbar, sodass große Eltern auch die Möglichkeit haben, rückenschonend zu baden. Besonders wichtig ist auch, dass der Badeständer kippsicher ist, dass er nicht umfallen kann. Das Wasser kann man in die Badewanne füllen mit einem Badeeimer oder mit der Dusch- oder Wannenbrause. Bei meinem letzten Hausbesuch habe ich mich mit einer Mama getroffen, ihrem kleinen Moritz. Und bei dem Wochenbettbesuch habe ich mit ihr zusammen das Baby gebadet. Erstmal ist es ganz wichtig, dass ich mir alles vorbereite. Das heißt, ich lege mir an dem Wickelplatz ein Handtuch, lege die frischen Anziehsachen für das Baby hin, eine Windel und alles, was ich eben nach dem Bad brauche. Ein Badethermometer ist auch sehr wichtig, um die richtige Temperatur bemessen zu können. Die optimale Raumtemperatur für das Babybad sind 23 bis 24 Grad. Die optimale Badewannentemperatur sind 37 Grad. Wenn ich das Baby aus der Badewanne rausnehme, kann ich das Handtuch, was an dem Badewannenständer schon dranhängt, mir direkt auf die Schulter legen und kann das Baby in das Handtuch einkuscheln. Dann kann ich es schon auf dem Arm das erste Mal ein bisschen abtrocknen, bevor ich es auf die Wickelkommode lege. Um das Baby sicher zu baden, gibt es einen Handgriff. Ich greife mit der Hand einmal unter den Kopf des Babys und greife mit der Hand genau in die Achsel und in die Schulter. Also greife, dass der Daumen oben auf der Schulter liegt und Zeigefinger und Daumen in der Achsel verweilen. Und so liegt das Kind sicher bei mir auf dem Arm. Mit der anderen Hand geht sie unter den Po und kann das Kind dann sicher in das Wasser hineingleiten lassen. Wenn ich das Baby bade, dann fange ich mit dem Gesichtchen an und arbeite mich ganz langsam nach unten vor, gehe in jede Hautfalte hinein bis zu den Füßchen und den Kopf, den mache ich erst ganz zum Ende, damit das Baby nicht so auskühlt. Zum Entleeren der Badewanne muss ich jetzt nicht die Badewanne durch das ganze Haus tragen, sondern ich kann den Ablauf an der Badewanne benutzen, der mit einem kleinen Schlauch in einem Wassereimer abfüllbar ist. Ob und wann Sie das erste Mal einen Badezusatz nehmen, das entscheiden Sie ganz alleine. Das machen Sie wirklich nach Bauchgefühl. Ein Babybad kann etwas ganz Entspannendes und Nährendes für die Eltern und für das Baby sein. Es ist nicht nur zum Reinigen gedacht, sondern eben auch eine ganz wohltuende und schöne Sache für die ganze Familie.